Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Matt Burago, und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry Primal, und wir sollen dem Venger-Lager entkommen. Da gibt es nur den Weg da. Das heißt, diese Richtung, und dazu müssen wir mal schauen. Wo sind überall Vengers? Sind gerade ein bisschen am Kriechen und Robben. Okay. So sind wir super unterwegs. Oh, genug Pfeile reingefunden, ihr Freunde. Und in your face. Wir sollen ja eigentlich nur entkommen. Wir sollen ja nicht alle töten. Warum machen wir es eigentlich so schwierig? Wir suchen mal den. Okay. Okay, eigentlich brauchen wir bloß entkommen. Und dazu brauchen wir bloß ab durch die Tür. Und die Tür ist hier. Warum machen wir eigentlich nicht das, was man uns sagt? Verlassen wir mal kurz das Lager. So. So, Gefangene werden ja abgeschlossen. Naja, gefangen waren wir auch, Grillhähnchen. So. Entzünde eine Keule auf Pfeile, indem du Waffenrad E um 4 verdient. Das wird man auch schon. Kurz nachdem die Venger das Oros besiedelt hat, bedrohte fleischfressende Udam und feuerschwingende Isilia, die ihre Existenz. Ja, das haben wir auch schon mitgekriegt. Naja, Biestheilen haben wir auch schon öfters gemacht. Das ist immer toll, wenn da die Tipps im Splashscreen kommen. Warpati. Sushelhain be winja salwata. Mas brastaris. Shayu guarsta. Shajan, Sushelhain suwachan. Sam winja huhinacha. Battery. Pasta. Sustugistar. Charda apuris. Battery. Winja si dahis na damsha daha. Udanasu. Samprasti. Battery waidam. Sadwis waidam. Sustugistar. Pur bijanha. Pur tanhi. Sasam. Snar dagua. Upaila buha guarbati. Machi battery. Madeta. Jetzt haben wir ja nicht nur den Freund von den Udams auf unserer Seite, sondern den Rest auch. So, ich will mal was gucken, ich will mal kurz ins Dorf schauen. Hier fehlt uns immer noch Adelholz. Und ja, mal Hütte, das können wir alles noch nicht verbessern. Wir müssen definitiv erstmal Holz besorgen. Mit dem Holz habe ich jetzt die Hoffnung, dass wir dann unsere Höhle verbessern können. Höhle verbessern, da fehlt uns jetzt eigentlich nur das Holz. Da haben wir das ganze Mammutquatsch auch gemacht.
Wäre doof, wenn wir das Mammutzeug umsonst gesammelt hätten. Also, da haben wir ihn wieder hier. Ein paar Ziegen. Schilf sollten wir auf alle Fälle. Was immer doof ist, dass das Sammeln technisch gesehen immer so lange dauert. Immer wieder gedrückt halten. Ja. Noch mal das Schiff. Das Schiff brauchen wir definitiv auch wieder mal ein bisschen. Aber ja, auch einiges verbraucht. Haben wir einen Fähigkeitspunkt für die ganze Aktion gekriegt? Ja, haben wir schon, aber die reichen für nichts. Da noch das Schiff. Da drüben zeigt er uns auch nochmal Gesteine an. Ich bin jetzt gerade einfach nur am Wild, am Random sammeln, weil wir brauchen das da besonders. Und auf einmal daneben. Einfach mitnehmen, was geht. Wo wir genau gerade das viel brauchen, Adlerholz. Also, da war nur ein Hirsch. Wo führt uns dieser Weg eigentlich hin? Da haben wir nochmal Schiefer. Ah ja, das zeigt mir in der Ecke, wir haben genug für unsere Hütte zusammen. Vielleicht sollten wir uns auch mal zu unserer Hütte bewegen. Mal gucken, den Bonus mitnehmen. Was auch immer der Bonus diesmal sein wird. Ja, du stehst gerade ein bisschen im Weg. Ja, Brasch, der Dummi auch. Das ist ein Grundproblem, dass die Jungs immer im Weg stehen. So. Aber ich würde sagen, als erstes möchte ich unsere Höhle upgraden. Höhle da lang. Alle haben eine Hütte, ist spannend, und wir wohnen in der Höhle. Wobei, viel anders sieht die Höhle vor, wie vorher auch nicht aus. Was hat die ganze Aktion gebracht? Belohnung 3000, Höhle verbessert. Ich weiß nur soweit, dass teilweise die Höhle ja besondere Voraussetzung ist für gewisse... Braunbär mitnehmen, was haben wir denn? Seltenes schwarzes Löwenfell auch mitnehmen, ja. Rein zu voll, ja. Ein bisschen Heilung haben wir ja gebraucht. Oh, hier gab es gerade auch noch Lücken. So, haben wir das auch dabei. War ein bisschen verwirrt schon wieder. Fähigkeitspunkt, da haben wir wieder ein paar zu verteilen, zwei Stück. Das heißt, wir können hier im Nachladen, im Sprint Mammut reiten, wäre natürlich auch supi. Und hier haben wir die Geschichte, zwei Keulen herstellen. Wobei persönlich ich ja persönlich besser fände, Speere herstellen. So, Stacheln, hier ist das mit dem Zähmen von Dachsen und sowas. Hier ist die Bombenwerfnummer, Bombenwerfnummer hat natürlich auch gewisse gewissen Charme. Was haben wir denn hier? Die Markierung der Reichweite der Eule Gegner wird stark erhöht. Okay. Machen wir mal die Bombenwerfnummer. Die werden wir einfach nächstes irgendwie sinnvoll einsetzen. Und dann geht es ja da drüben. Da drüben war noch eine Mission. Das wurde mir ja sowieso schon mal geraten, dass der, glaube ich, eine Mission hat. Entweder aber vielleicht ihr Ex
Vielleicht wieder eine Geschichte im Traumland. Mal schauen. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Gleich wieder Drogentrip hier. Einmal umgeklatscht und schon sind wir wieder auf den Drogentipp. Kann nur besser werden. Okay. Was erwartet uns jetzt hier? Ich weiß es nicht. Aber wir werden es gleich herausfinden. Okay, Vision des Feuers. Also ein bisschen unscharf hier. Okay. Ah ja. Fass grad die nicht an. Natürlich fassen wir das an. Wir fassen alles an. Es recht, wenn uns einer sagt, nicht anfassen, dann grapschen wir es recht zu. Oh, Checkpoint. Okay, noch mehr Feuer. Okay. Feuer von Krati. Das Feuer von Krati wird von allen Isets gefürchtet. Halte gedrückt und drücke, um Meteorpfeil abzuschießen. Töte 5 Gegner, um das Feuer von Krati aufzuladen. Alter. Klar, das ist supi. Irgendwo hier ist noch einer vor uns. Eigentlich ganz super gemacht, nur doof, wenn man den sieht. Hier ist auch einer. Wir gehen aber mal hier vorwärts und gucken. Aua, da war einer von hinten. Das Problem, man sieht die Freunde ja nicht hier. Okay, die haben wir gesehen. Alles klar. Na, wo seid ihr denn? Leider geht ja auch keine kein Dingsblick hier, kein Jahrblick. Man sieht die einfach nicht. Okay, die haben wir so erwischt. Alles prima, alles. Da ist niemand. Der brennt jetzt auch so. Fällt zwar super. Dann brauche ich hier die Dreierpfeil.
Wo bist du denn? Ah, da bist du. Kriegen wir einen Dreierpfeil. Zerstöre die Steine. Ja toll, wie soll ich die zerstören hier? Achso, indem man einfach mehrmals drauf schießt hier. Okay, so kann man die auch zerstören. Das Tolle ist aber, dass die Vision die sterben. Die fürchte Feuer von Kati. Geht das jetzt noch weiter? Scheinbar ja. Das ist super, dass wir hier einfach mal so durchmarschieren können, ja. Und die uns ja eigentlich gar nicht aufhalten können, ja. Achso, hier geht's weiter. Aber hier ist ein bisschen heller, jetzt sieht man die Freunde wenigstens besser. In der ganz dunklen Ecke war er ganz kaum. So sieht man die ja. Okay, ist die auch weg. Wo müssen wir da lang? Ah, gehen wir da lang. Durch das Tor von... Okay, wo seid ihr? Wir sollen den aufladen, dann laden wir den mal auf. Was, den Mond zu unterschlagen? Ich soll den Mond zu unterschlagen. Müssen wir mal zum Mond hinkommen. Ah, den Mond da. Okay, Jungs, wo seid ihr denn? Da seid ihr. Ihr werdet euer Mond zerschlagen. Dafür muss ich aber euch töten. Kiki, musst du nur zweimal treffen mit Dreierpfeile. Und dann ging das. Oh, man schwingt sogar alleine, schwitzt so heiß, wie das hier Level 1 hier aussieht. Okay, jetzt wachen wir wieder auf. Vision des Feuers. Mal sehen, was wir gelernt haben. Wir haben 8 vom Mond. Oder so, keine Ahnung. Irgendwas in diese Richtung. Nutze die Karte im Menü. Ach ja, Schnellreisen. Haben wir auch schon gemacht, gelernt. Feuer ist die Lebenssaft der Isas. Die Flamme der Sonne nährt das Leben oder versenkt es zu Asche. 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 Zu Asche. Oh, ich lass mich hinreißen. Shancha, Sushalai, Spacham. Nein. Shancha Urusins. Shancha Salwas. Salwaya Sushalai, Dwayaris. Prasqua Pashta. Krati. Krati. Skrati.
Masch. Hasup near Pacham. Hakis. Hakis. Okay. Erstmal unsere Drogenleidenschaft mit dem wieder gefrönt. Jetzt sind wir wieder rausgeschmissen. So, apropos rausschmeißen. Ich werde euch jetzt auch noch rausschmeißen. Wenn ihr nicht genug von mir habt oder tolle Ideen habt, schreibt mir euch auf Twitter. Das kommt eher sogar sehr gut an. Da kann ich gleich schnell drauf reagieren. Also folgt mir auf Twitter unter @MacVuraro. Da gibt es mich auch. Sonst bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ich bin MacVuraro und sag Servus und Ade.